ganz schön viel Druck auf dem Kessel im Kampf um Platz 10. Die Schwenninger Wild Wings, sie mussten liefern nach 3 Niederlagen und 18 Gegentoren gegen den Vorletzten aus Augsburg, um weiter ein Wörtchen mitzureden um die Playoffs. Hinein in die Begegnung. Schwenningen zunächst mit viel Scheibenbesitz. Augsburg dagegen mit den Chancen und vor allem sehr, sehr konterstark. Im ersten Drittel hier die lange Scheibe auf Matt Pampel, aber dessen Rückhandversuch am Tor vorbei. Joachim Eriksson wieder zwischen dem Pfosten, nachdem Marvin Küpper gegen Berlin noch gehalten hatte. Nächster Angriff Augsburg. Wieder geht's mit Tempo in die Zone. Kaffner mit Übersicht für Wade Bergman. Aber wieder steht da die Nummer 60 im Weg. Joachim Eriksson auch hier Herr der Lage bei diesem Schussversuch. Die Wild Wings auf dem Augsburger Drittel, aber mit wenigen Abschlüssen. Hier mal der Versuch. Gefährlich die Rückhand von Karacun für Mix Indrasis. Aber der verfehlt nur um Zentimeter. Wieder Augsburg, diesmal mit Henry Haase. Und dann patzt Eriksson hier bei diesem Anspiel für Trivelato Saponari. Und als der dann abzieht, steht der 32-jährige Schwede schon wieder zwischen dem Pfosten. Es fehlten wirklich nur Zentimeter für den AIV, für die Mannschaft von Kai Suikkanen, um hier erfolgreich aus dem ersten Drittel zu kommen. Und genauso ging es auch im zweiten weiter. Die Panther mit Riesenchancen. Drew LeBlanc verpasst hier erneut die Augsburger Führung. Es blieb bei den 11 Saisontoren von LeBlanc. Halbe Stunde vorbei, dann Weber, Remic, der schaut erst gar nicht, bringt die Scheibe an den langen Pfosten. Und dann steht Mix Indrasis, goldrichtig, 8. Saisontreffer vom Letten, weil Remic hier passen kann und sich niemand zuständig fühlt für Mix Indrasis, das 1:0. Dann Powerplay, 4 gegen 3, und Powerplay, das können sie. Die Wild Wings, vor allem Wille, Lionen 2:0. Was eine Fackel vom Finnen, 36. Spielminute. Kein anderer Schwenninger schießt in dieser Saison so häufig aufs Tor wie Wille Lionen. Und hier sieht man auch, warum. Keine Chance für Markus Keller. Extrem effektiv. Harry Kreis hatte gut lachen, was die Offensivperformance seiner Mannschaft betraf. Und hinten half eben ein Joachim Eriksson hinein in den Schlussabschnitt. Und da begannen die Wild Wings mit den gefährlichen Schüssen. Mix Indrasis aus der Drehung, trifft ihn perfekt. Aber Markus Keller macht an diesem Abend einen guten Job. 47. Minute, Augsburg schüttelte sich und Augsburg traf. Aber nur das Gestänge. Adam Johnson durch die Beine und irgendwie erwischt Eriksson das Ding noch mit dem Schoner, lenkt den Puck ab an den Pfosten. Die 52. Minute, Hungeecker, wird nicht gestört, wird immer noch nicht gestört und darf dann schießen. 52. Spielminute, feines Solo von Phil Hungeecker. 3:0, sein 8. Saisontreffer, weil Lamp hier viel zu zögerlich ist und dann keiner mehr aushilft. Markus Keller zum 3. Mal geschlagen. Die Panther, sie bewiesen aber Moral, kämpften zumindest um einen einzigen Treffer, ums Ehrentor. Und was waren das für Möglichkeiten? Aber Joachim Eriksson immer mit der besseren Antwort. Der Hexer aus Hedesunda hielt die 0. Und im Gegenzug dann nochmal Tyson Spink mit dieser Abschlussgelegenheit, traf ebenfalls noch das Gestänge. Damit bleibt es am Ende beim 3:0 für die Wild Wings. That's a good team win. It's something we really needed. We have a push here for the playoffs. That's our focus right now. And that was a good win to get rolling here. Wir haben uns nochmal zusammengesetzt, haben gesagt, dass wir uns nicht so präsentieren dürfen. Da kann ich jeden Fan, jeden Unmut absolut nachvollziehen. Da bin ich auch absolut bei denen. Wir haben einfach gesagt, wir schauen, dass wir uns einfach einigermaßen ordentlich jetzt präsentieren. Wir versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Wir haben auch heute wieder, wir haben es versucht, wie gesagt. Aber das ist dann halt der kleine Unterschied, dass halt der ganze Saison über aufs macht. Ja, vielleicht, dass einfach da ein bisschen die Qualität einfach fehlt dieses Jahr.
Ehrliche Worte von Justin Wolek nach der vierten Niederlage in Serie. Schwenningen dreht das Blatt und bleibt weiter drin im Kampf um die Playoffs.